Hallo meine Lieben und willkommen zu unserem ersten Projekt nach dieser langen Auszeit wieder. Wir spielen Case to Rail Paradise, das habe ich schon eine ganze Weile in der Bibliothek rumliegen, wollte ich schon echt lange spielen. Wenn ihr ein DS zu Hause habt und schon mal Animal Crossing gespielt habt und es liebtet, das Spiel dürfte wahrscheinlich etwas für euch sein. Es sieht zumindest sehr ähnlich aus, muss ich zugeben. Achso, ja, es ist komplett auf Englisch. Ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu übersetzen. Hallo! Seegras! Ungeheuer! Bist du in Ordnung? You're marooned auf Case the Way Paradise. Mein Name ist Victoria, ich bin die Bürgermeisterin hier. Letzte Nacht wehte ein ganz schön starker Sturm über diese Insel. Just you're in time. You are just in time. Ich schätze mal, dass wir da reingeraten sind. Kannst du uns helfen, hier aufzuräumen? Folge einfach meinen meinen Anweisungen. Click on the trash over it. Okay, ich gehe hin und kann eine Hand drücken. Okay. Klick den Trash und die Hand. Ich glaube auch mit den ganzen Sachen, die wir jetzt einsammeln, können wir später etwas bauen. Deswegen, desto mehr Müll wir sammeln, desto besser wahrscheinlich für uns. Hallo dir. Nun sag mir, was steckt unter all dem Seetang? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, ich bin doch ein maskulines Mädchen, ne? That's what I feel. Das ist, was ich dachte. Lass uns mal sehen, was unter dem Seetang ist. Das ist besser. Caseway Paradise hat eine Menge an Früchte an Bäumen. Ich weiß gerade nicht, wie heißt es? An Obstbäumen. But the storm destroyed most of them. Doch der Sturm hat die meisten von ihnen zerstört. Zum Glück ist es nicht schwer, neue zu pflanzen. Als erstes brauchen wir einen Apfel. Click the tree to walk over it. Click den Baum, um rüber zu laufen. Meistens lese ich immer erst das Englische vor, weil ich mir dann, während ich es spreche, im Kopf überlegen kann, was es auf Deutsch heißt. So, jetzt die Hand und dann kann ich ihn schütteln. Und auf ihn. Ich glaube, damals bei Animal Crossing kann man ja auch Bienennester runter. Mal gucken, ob hier auch welche sein werden. Now let us use the apple to grow the new tree. Lass uns den Apfel benutzen, um den neuen Baum zu pflanzen. Ich borge dir mein Werkzeug. Okay. Und die, das hat sie mir gebraucht. Dann klicken wir darauf und dann können wir einen Apfelbaum pflanzen. Ein bisschen nah am anderen Baum, aber okay. Ach, eine Gießkanne habe ich auch gleich bekommen. Okay, das geht ganz schön schnell. Ich hab mich halb erschlagen. Great Sugar! Ist großartig süß! Du hast ein Skill geerntet! You can stay here if you want to. Of course, if you're going to stay, you need a place to sleep. Du kannst hier bleiben, wenn du willst, dann brauchst du nur halt einen Platz zum Schlafen. Ich weiß, ich habe da ein altes Zelt in the attic. You can sleep in the attic? Attic weiß ich gerade gar nicht, was es so heißt. Aber sie hat ein altes Zelt, was da irgendwo rumsteht. It's a start, honey. Let on! Das ist ein Start, Süße. Lass es so. Irgendwann kannst du dir ein richtiges Haus bauen. Aber als erstes, lass uns mal dich den Nachbarn vorstellen. Und Level up! Genau, wir haben hier Level. Und bei Animal Crossing war es so, dass man sofort überall hin konnte. Man hatte alle Nachbarn. Und ich glaube, man muss das, wenn ich das richtig gelesen habe, muss man das hier alles durch Quests und Level freischalten. Also nach und nach lernt man dann alle kennen. Und ich habe durch die DLCs, ich glaube, ich habe jetzt 7 DLCs schon, installiert. DLCs gibt es komplett kostenlos, jedes dazu. Und dann noch neue Nachbarn, Gegenden, Klamotten, alles mögliche drin. Das könnte noch ganz interessant werden. Guck mal, jetzt können wir 5-mal... Okay, was die Diamanten sind, weiß ich aber nicht. Es gibt ja auf alle Fälle keine Echtgeldwährung. Hoffe ich. Play the game daily to... Oh, okay. Ein täglicher Spielbelohnung. Fischfutter. Wenn du hier wohnen willst, solltest du die anderen Isländers, die anderen Einwohner der Insel auf alle Fälle kennenlernen. Sprech mit Angus, Amelia und Gustav als erstes. They might have all kind of arrays for you. Okay, finden wir mal Gustav. You have unlocked the following... Oh! Achso, das sind die Sachen, die wir... Genau, das ist das DLC. Das ist das China-DLC. Damit können wir unser Haus dann einrichten. Sieht schon mal ziemlich cool aus. Okay, was noch? You have received gift. Oh, 2 davon habe ich gleich geschenkt bekommen, okay. Das ist das Sport-DLC, was ich installiert habe, genau.
Also im Grunde für jede Abteilung haben sie echt was eingebaut. Das finde ich ziemlich cool. Ziemlich cool. Und noch mehr. Achso, hier habe ich alles umsonst bekommen, oder wie? You've unlocked the following. Okay, das habe ich keine Ahnung. Das sind einfach Masken, oder? Das sieht nicht aus wie eine Yuri. Genau, das Banger DLC. Das dürfte für draußen ganz interessant sein. Da können wir uns draußen mal was aufbauen. Jetzt, wo wir eben ein Zelt haben, sind wir die Rangers hier. Die Boutique. Genau, da können wir auch noch ein Modegeschäft aufbauen. Also es geht komplett. Du kannst hier aufbauen, was du willst. Und jetzt dürfte genau das Krankenhaus kommen. Und ich glaube, das war es dann, das Letzte. Ein Krankenhaus hätte ich Interesse drauf zu bauen. Okay, das war's Letzte. Dann gucken wir mal, was hier so rumliegt. Hier auf alle Fälle können wir ja schon mal gießen. Denn wächst hier schon mal ein schöner Baum. Ich weiß gerade, 5 Minuten. Irgendwie sieht es aus wie ein Handy-Game, aber ich kann das jetzt nicht mit Diamanten kaufen, oder? Nein, never. Okay, hoffentlich nicht. Ich konnte jetzt nichts anklicken, deswegen. Genau, lass uns mal in die Nähe. Das Zelt ist erstmal unser Mais anpflanzen. Das fände ich jetzt interessant. Aber wie mache ich das? Oder geht das hier? Ach, hier drauf! Gehört das uns? Dürfen wir das benutzen? Ja! Perfekt! Dann machen wir das mal. Wir haben 5 Stück. So. Ich hoffe, der Stein geht weg, oder kann ich da eine Spitzhacke essen? Ich glaube, ich brauche eine Spitzhacke wahrscheinlich. Aber wir haben eh nur 5, das Feld ist riesig. Ich gucke mal ab und zu ein bisschen auf die Aufnahme, weil ich habe echt Angst, dass die kaputt geht. Halt nicht, dass da oben ist unsere Tasche. Kategorie Drop. Ich will das jetzt nicht droppen. Buy? Okay, das ist die Ingame-Währung, glaube ich. Aber ich will es nicht buyen. Ich will es nicht kaufen. Ich will. Was ist denn das? Dailies? Your Daily Progress Time Left. Nein, stimmt. Okay, jetzt 10 Minuten kriege ich wahrscheinlich das ja alles. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, das ist ein bisschen. Ich will das nicht droppen eigentlich. Kriege ich jetzt gedroppt? Gedroppt, aber es ist weg. Oh, jetzt bin ich gerade aus dem Spiel rausgekommen. Genau, das ist das. Wie benutze ich das denn jetzt? Brauche ich doch vielleicht das hier? Nee, das brauche ich nicht. Okay. Dann gucken wir mal später, wie das geht. Wie sich hier mal alles. Bei so einem Spiel lassen wir uns mal nicht hetzen. Wir werden jetzt mal durchgucken. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich dazu mache, aber je nachdem, wie es bei euch ankommt und wie es mir gefällt. Weil ich finde es bisher eigentlich ziemlich süß. Aber es könnte halt auf Dauer echt noch lustiger werden. Ich denke, das ist nicht schlecht, das könnte noch lustiger werden. Ich will das Ding jetzt bekommen. Das geht nicht, okay. Was steht da auf dem Schild? Können wir das lesen? Take in the soil, plant a seed box in water. It's Zelda via the Silo. Zelda via the Silo? Via, ist das nicht Spanisch? Ich bin nicht gut in Spanisch. Okay, wir haben das gemacht, aber Pflanzen der Saatbox, wie pflanze ich die denn? Ich habe die ja nicht in der Liste drin oder so. Ach, kann ich hier? Nee. Kann ich das hier hochziehen? Nein, nicht da aufklicken. Ich muss doch bestimmen. Ich will nicht noch was droppen, das erste ist schon weggegangen. Oh, hier liegen Schuhe. Geilen Schuh! Ja, wir folgen mal gleich der Quest. Ich will noch das hier aufheben. Sieht sehr lecker aus. Und auf dem Weg können wir alles gießen, was wir finden. Da oben schon was. Das ist ein Markt, oder? Ein Marktstand. Wer bist du denn? Lass mal reden. Hi, ich bin Polly. Ich hüpfe herum um die Insel, von Insel zu Insel und verkaufe und kaufe alles, was du willst. Neat? Not right. I sell them, it's a pretty market star. Er verkauft einen kleinen Stall? Einen kleinen Tisch, jetzt mal. Just walk up to the item and take a look. Geh hin und guck's dir an. Wenn du etwas kaufen willst, komm einfach zu mir und sprech mich an. Ich gucke immer nach Bargain. Bargain war jetzt was? Ich hab mal hier einen Übersetzer auf. Bargain. Schnäppchen, ich bin immer auf der Suche nach Schnäppchen. Okay. Ich guck mal ab und zu rein, bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Ja, wir folgen jetzt aber erst. Was ist das denn? Kaputter Fernseher. Okay. Ist eine Menge Müll hier. Auszeichnung erhalten. 25 Mal Müll gibt's hier anscheinend. Komm, sprechen wir mal mit dir. Bonjour, ich bin Gustav Bolander. Bolander, der Baker. Der Baker. Ich bin der Bäcker. Nice, dich kennenzulernen. Boah, Alter. Die einfachsten Wörter fallen nicht ein. I'm not from. Genauso wie du bin ich nicht von dieser Insel. Aber mach dir keine Sorgen. Diese Insel ist sehr freundlich und heißt dich willkommen. Nun accept for August, I guess. Du bist von mir akzeptiert. Enfin, being a baker. I routinely hold. Ich habe ein paar Routine-Jobs für dich. Du kannst jederzeit vorbeikommen und sie annehmen? Irgendwie sowas. Warte, erstmal eine Pflanze gießen. Nein, ich wollte Pflanze gießen. Oh, jetzt ist es schon. Ein Grashüpfer. Ich habe nur ein bisschen about when I was. Ich habe nur ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich war, als ich du in deinem Alter war. When you were young, did you make the mud piece? Oh Gott. Das sind bestimmt die einfachsten Wörter, aber ich kenne sie gerade einfach nicht. Mud piece. Sandkuchen. Oh Gott. Ja klar, habe ich das gemacht, als ich ein kleines Kind war. Ah ja, if you were a kiddly sprite. Ich habe auch mal Peace gemacht. Das ist der Grund, warum ich jetzt Bäcker geworden bin. Of course, aber natürlich. Dreck ist kein Brot. Ich lebe in Dreck, aber ich mache es nicht aus Dreck. Aber denn, we can live in just bread, Aton. Heißt, der Mom lived in just a young man. Ich habe mehr von diesem Zeug gemacht, als ich noch jung war. You can feed your body. Du kannst deinen Körper mit Brot füttern, but what you feed your mind. Wie willst du mal deine Gedanken füttern? Deinen Verstand füttern? Okay, damit leveln wir schon mal ganz gut. Ach, da ist ja schon der nächste, den wir sprechen sollen. Das ist bestimmt der Bauarbeiter der Insel. Guten Tag! An dich! Mein Name ist Angus. What I am? A robot ninja? Or a monkey? A robot ninja. What are you talking about? I'm a ape. You have made a horrible first impression, but all is forgiven. If you want to shit-chan some more, don't hesitate. Oh, ich hab vergessen zu übersetzen. Oh. Was sprichst du da? Ich bin ein Affe und kein Roboter. Aber alles ist vergeben. Ich kann dir alles vergeben. If you want shita from me, wenn du etwas von mir willst, mach keine Panik und sprech erstmal mit mir. Irgendwie so. Ich war einfach dabei fortzulösen, ja. Geht auch, ne? Man muss ja nicht immer übersetzen. Howdy, Quark. Mein Name ist Amelia. Ich bin das Liefermädchen. Das sure is more. Natürlich, diese Insel ist sehr klein und nicht gerade die schönste Insel. Aber sie ist warm und da ist ein Bäcker, so I will manage. So kann ich das machen. Anyway, it is a good to see a pretty face like yours around here. Es ist schön, ein schönes Gesicht wie dich zu sehen. Die meisten hier sehen sehr silly, gelangweilt so ähnlich, ne? Sehr trübe. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ich ab und zu mal nachgucken soll oder ob ihr selber nachgucken wollt. Silly ist dumm. Die meisten gucken einfach nur sehr dumm. Also, wir sehen uns. Okay. Dann gehen wir mal zurück zu Victoria, aber vorerst. Hier ist. Ach, das sind gar keine Bäume, das sind Pflanzen. Blümchen. Cool. Und ich habe gleich ein Level-Up schon wieder. Ob ich hier rüberlaufen darf oder lieber nicht. Ach, was ist das denn? Ach, das ist Korn, was ich fallen gelassen habe. Es muss doch irgendwie gehen, das anzupflanzen. Wenn ich jetzt Drop mache, dann landet es da, genau. Ist doch merkwürdig. Warum muss ich. Das ergibt ja gar keinen Sinn, wenn ich zuerst gießen muss. Nee, geht doch gar nicht. Und rausziehen geht nicht.
kaufen wäre ja dämlich. Ich hab's ja schon. Vielleicht geht's einfach gerade noch nicht. Oh, das ist noch was. Gieß mir das mal an und dann sprechen wir mal mit Victoria. Ah, Level 2. 1500 Diamanten. Orangen. Kürbisse. Würmchen. Ach, Boutique-Items. Das Fliegennetz. Nicht Fliegen. Ja, Insektennetz. Sowas. Und Gras kann ich anpflanzen. Und da habe ich ein paar Klamotten. Oh, die Brille, die gefällt mir. Hey. Was geht? Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Kann ich das anhalten? Ja. Die Inventory ist voll access. Oh, mein Inventar ist voll. Wie viel Inventar habe ich denn? Wo ist denn meine Maus? Da. Oh. Okay, und die meisten Sachen wurden mir jetzt irgendwo hingeschickt? Keine Ahnung. Oh, du bist schon fertig. Dann zeig mal. Gut, wo ist Victoria? Heyo. Großartig! Du hast jeden getroffen! Nun, da du sie kennst, ich bin mir sicher, wir werden zusammen eine Menge spaßiger Sachen zusammen erleben. Wow, noch mehr. Puzzleteil. Ja. Das sind Solve Puzzle Lock on Island. Genau, das ist das, was ich meinte. Wir können Inselteile freischalten mit den Quests. Und wir kriegen echt viele Diamanten gerade. Okay, enttäuscht. Sugar. This busy land is preparing mentally for the big meeting. Wir bereiten uns vor auf ein großes Geschäft. Nachdem it's off in Seminar, then drink another social event. Danach gibt es Getränke, andere soziale Veranstaltungen, brainstorming sessions und eine Party. And you know that comes after that. Wer weiß, was danach kommt nach der Party, ist vor der Party. Es tut mir leid, it's inventory is lonely. I just love being the major. Ich liebe es, die Bürgermeisterin zu sein. Manchmal reagiert die Taste sehr merkwürdig. Kann ich das auch aufheben oder ist mein Inventar einfach voll? Okay, ich kann es wahrscheinlich stacken. Gustav braucht unsere Hilfe. Dann gucken wir mal, was Gustav will. Oder was hier auf dem Weg liegt. Rote Rosen. Und hier. Pinke Rosen. Wird das mein Haus? Wir ziehen hier mal nach rein. Das Booster. All fine. So. Und damit, was Gustav will, sehen wir in der nächsten Folge. Das Tentakelmonster, das Ethermonster verabschiedet sich. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.